Hey Leute, willkommen zurück bei Fallout New Vegas. Letztes Mal ist das Spiel abgeschmiert und ich musste ein ganz Stück wieder hinlaufen. Wir haben es noch nicht eingeholt. Diesmal bringen wir den RNK-Typen hier mal nicht um. Haben wir letztes Mal gemacht, oder? War das hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Anhänger aus dem Posten entdeckt. Auf jeden Fall. Ja. Hat das ein bisschen meine Stimmung gedrückt, aber das wird schon alles wieder. Gucken wir kurz auf die Map. Ja, wir versuchen jetzt hier auf die Straße zu kommen, dann folgen wir der Straße hin zu unserem Ziel, weil die führt genau zu unserem Ziel. Und ich hoffe einfach, dass jetzt nichts abschmiert, ich nicht sterbe oder so und ich nicht wieder zigtausend, ups, verklickt, nicht wieder zigtausend Kilometer laufen muss. Wir haben über 200 Kugeln, aber das für die Waffe, das ist auch cool. Hier ist das die richtige Straße, ich hoffe. Ich hoffe einfach, okay, hier sind ein paar Leute scheinbar, das ist gut. Weiter geht's. Ist das die richtige Straße? Vermutlich ja, wir müssen dann hier so lang. Oder ist das die richtige Straße? Das da wird die richtige Straße. Okay, da hoch. Da komme ich nicht hoch. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Dann gehen wir querfeldein. Passt schon. Dann gehen wir halt querfeldein. Das wird schon. Da ist eine Mauer oder so. Gehen wir außen an der Mauer lang. Ich habe gerade Schüsse gehört. Wir speichern lieber. Ne, das habe ich ja gerade schon. Ich will nämlich nicht sterben. Also sterben ist okay, aber ich will nicht wieder irgendwo weit laufen. Vegas sieht groß aus, aber auch klein. Ich glaube, mit dem echten Vegas ist es nicht zu vergleichen. Von der Größe her. Hier sind gar keine Wachen, ich könnte jetzt einfach über die Mauer drüber klettern, eine Bombe platzieren und wieder abhauen. Das ist nicht so gut für die Sicherheit hier. Kurz Map nochmal. Okay, weiter hier lang, nicht hier links, sondern hier lang. Da kommt man nicht rein, die Tür ist verrammelt, schade. Hätte ich mir gern gegeben. Hier ein bisschen die Häuser plündern, aber gut. Was nicht geht? Das geht nicht. Wir sind immer noch... Ja, stimmt. Ich glaube, Vegas ist nicht in Frieden mit der RNK. Da ziehen wir vielleicht dann doch lieber wieder die Lederrüstung an. Hier noch irgendwas irgendwie verbessern. Ja, tatsächlich das hier. Und den Cowboy-Hut. Großkahn-Rüstung. Gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber gut, gehen wir. Da hinten ist ein Feuer, vielleicht ist da wer. Können wir mit wem quatschen? Wir kommen hier schon sehr nah, da ist ja die Mauer. Kommen wir schon sehr nah an das Zentrum dran, würde ich sagen, weil dieser Turm da sieht nach Zentrum aus. Ein Händler, mal wieder. Wir haben wieder ein bisschen Zeug los. Howdy. Okay, das Hallo, ist Söldner. Brauchen Sie was? Ja. Klar. Okay, wie viel Geld hat die? Oh, die hat ein bisschen mehr Geld. Da können wir was loswerden. Magnum Revolver. 44er Magnum Revolver. Brauche ich den eigentlich nicht unbedingt behalten. Mal die Maschinenpistole auf jeden Fall. Ich werde auch eine 9mm Maschinenpistole. Abgesägte Schrotflinte. Oh, wir haben schon wieder das Geld voll. Ja, die 10 mm macht zu viel. Oh, was tun wir zurück? Halten wir die 9 mm und die abgesägte Schrotflinte, dann passt das. Und wir hätten auch gucken können, was die uns verkaufen können. Ja, die können uns auch gutes Zeug verkaufen. Zum Beispiel 9 mm Patronen. 10 mm Patronen wären es, hat sie aber nicht. Welche Karten? Mit diesen Karten muss ich mal... Oh, eine Metallrüstung. Arsch. Ein scheiß Zustand. Witziges Wasser, Scotch. Marking Skinpack nehmen wir. Oh, klar. So, dann können wir wieder ein bisschen was verkaufen. Ne,
nehmen wir den 44er Magnum Revolver. Obwohl, nee. Das Vorkriegsgeld. Die 9mm Maschinenpistole. Die abgesägte Schrotflinte. Altmetall. Sonnenbrille, Bandana. Beil, Bier. Cowboy-Rapier, Knarre behalte ich natürlich. Dynamit behalte ich auch. Oh, scheiße, das wollte ich. Egal. Passt schon. Hammer. Jagd behalte ich. Banner. Das behalte ich auch. Krawan, Schrot, Linte. Gut, mehr geht nicht. Perfekt. Howdy. So, ich nehme an, hier müssen wir jetzt rein, oder? Ne, weiter rechts. Okay. Dann gehen wir weiter nach rechts. Wenn der Navi sagt, ich muss weiter rechts rein, dann muss ich weiter rechts rein. Aber wo lang genau, ist mir unklar. Wenn ich ehrlich bin. Gucken. Okay, hier, da sollte es jetzt gleich sein. Gut, laufen wir einfach geradewegs auf den Questmarker zu. Das wird schon passen, das ist dieses Regenbogentor da. Wer weiß. Oder hier. Was? Nee, hier ist nichts. Wer bist denn du? Was quatschen? Ich kümmere mich nicht um An- und Verkauf für die Waffenschieber. Sprechen Sie mit dem Roboter in der Verkaufsbude bei der Fabrik. Wer sind die Waffenschieber? Die Hersteller der hochwertigsten Waffen und Munition im ganzen Ödland. Wenn Sie eine richtig schicke Wumme in die Hände kriegen, dann stehen die Chancen ganz gut, dass sie aus einer unserer Fabriken kam. Sie arbeiten für die Waffenschieber? Schon seit 5 Jahren. Ich kümmere mich um die Versorgungsseite, Rohmaterialien und so. Wäre es möglich, dass Sie mir die Waffenschieberfabrik zeigen? Auf keinen Fall. Alles innerhalb des Zauns ist Sperrzone und die Wachen hier haben einen strikten Schießbefehl. Viele der High-End-Waffen beruhen auf Vorkriegsplänen. Wenn die Konkurrenz die in die Hände bekäme, wäre das schlecht fürs Geschäft. Mhm. Wer ist der Chef der Waffenschieber? Hier draußen haben wir keine Bosse. Ich, die Büchsenmacher und die Wachen wissen alle, was wir zu tun haben. Es ist ein super Job, für die Waffenschieber zu arbeiten. Keiner wagt es, sich mit uns anzulegen. Aha, wollen Sie eine Runde Karawane spielen? Habe ich denn mittlerweile genug Karten? Das wird ein Kinderspiel. Ah, ich brauche mehr Karten immer noch. Kann ich behilflich sein? Ja, weiter quatschen. Nö, will er nicht, okay. Nehme an, wir müssen zu diesem Tor da. Das wäre jetzt so meine Theorie, dass ich zu diesem Tor muss. Dann gehen wir mal herein. Erfahrungspunkt auch noch bekommen. Osttor. Perfekt. Hey, Kumpel. Hast du mal einen Kronkorken? Kriegst doch was dafür. Na klar. Danke. Als erstes muss man wissen, dass Freeside von einem Haufen Wichtigtour regiert wird, die sich die Kings nennen. Ihr Anführer nennt sich selbst seltsamerweise der King und hat momentan alle Hände voll damit zu tun, einen ausgewachsenen Aufstand zu verhindern. Okay. Das waren schon 2 Tipps. Aber was soll's? Bist ja Neukunde, also geht der zusätzliche auf mich. Willst du noch einen hören? Für einen Korken, klar. Ralph aus dem Mick and Ralphs. Sieht vielleicht nicht so aus, aber er ist ein Zauberer der Tasten. Hat wohl schon einige Roboter umprogrammiert. Und was ist? Willst du noch einen Tipp? Ey, für den Preis, klar. Hab gehört, dass eine Stadt südlich von hier angegriffen wurde. Aber man hört kaum Details. Ich weiß nur, dass keine Flüchtlinge von da kamen. Daraus folgt, dass der Angriff entweder nicht so schlimm oder sehr, sehr schlimm war. Und was ist? Willst du noch einen Tipp? Klar. Am Nordwestende der Freeman Street. Alter, wie lange geht das so weiter? Das Silver Rush. Eine ziemlich gruselige Familie namens Van Graff leitet es. Vertrau mir, mit denen möchte man sich nicht anlegen. Aber wenn Laser dein Ding sind,
dann kriegst du da die beste Ware. Und was ist? Willst du noch einen Tipp? Klar. Im Gebiet zwischen dem Nord- und dem Osttor liegt das Old Roman Fort, doch alle Questmarker, wo die Anhänger der Apokalypse ihr Lager aufgeschlagen haben. Die Anhänger sind keine schlechten Kerle und versorgen so viele Bewohner von Freeside wie möglich mit Nahrung und Medizin. Ich habe noch mehr, wo die herkamen. Willst du noch einen? Klar. Es gab vor einer Weile das Gerücht, dass die Freeside-Gesellschaft nur aus Ghulen besteht und sie deshalb diese seltsamen Masken tragen. Stellte sich als falsch heraus, aber war keine schlechte Idee. Meinst du, mir würde eine Maske stehen? Vielleicht würde ich dann mehr verdienen. Und was ist? Willst du noch einen Tipp? Klar. Ein Typ an der Hauptstraße verkauft Ausrüstung aus zweiter Hand. Er hat eine gute Auswahl, aber woher kommt der Kram bloß? Und was ist? Willst du noch einen Tipp? Geht das jetzt unendlich so weiter? Ich hoffe, das sind alles Quests. Die Händler jammern schon eine Weile, dass das Reisen auf der 15 zu gefährlich ist. Ich würde einen Bogen drum machen, wenn man nicht vor Waffen starrt. Und was ist? Willst du noch einen Tipp? Ich guck erstmal. Ich verstehe. Erstmal, ob ich Quests oder so bekommen hab. Das Quests im Logbuch? Nein. Schade. Was bist du für einer? Ja. Dixon. Suchen Sie nach einem Schuss? Dann habe ich, immer, was Sie brauchen. Was verkaufen Sie? Riskieren Sie mal einen Blick, Baby. Baby. Ist jetzt nicht so meins. Ist jetzt nicht so meins, was der hat. Kommen Sie wieder. Hätten Sie ein bisschen schicker machen können am Eingang. Ein paar Renovierungsarbeiten. Was will denn der? Presszeitschläger. Okay, was habe ich mit den Presszeitleuten für Probleme? Da haben wir mal kurz einen Prozess gemacht. Noch wer? Ich habe den Streit nicht angefangen. Möchte ich kurz sagen, hier komme ich nicht durch. Muss ich ausnommen irgendwo. Nachladen. Möchte nur mal erwähnen, ich habe den Streit nicht begonnen. Habe ihn nur beendet. Ist wieder irgendwer da hinten. Was kannst du mir denn erzählen? Wir haben's. Erledigen Sie Ihre Einkäufe im Mick and Ralphs, mein Herr. Ja, wo ist das? Ich würde gern shoppen. Expressbriefkasten. Wir haben Sachen, die man nicht mehr verkaufen darf, Leute. Nur bei Mick and Ralphs. Ja, wenn du mir sagst, wo es ist, gehe ich vielleicht sogar hin. Ich muss da hinten irgendwie rumkommen. Ich gucke mal, ob ich hier außen lang kann. Ey, ich frage mich, der eine Typ, also der Bettler da, wie viele Tipps er mir noch gegeben hätte, wenn ich mal weitergemacht hätte. Bist du für einer? Der King kontrolliert die Wasserpumpe. Papa. Wenn sie Wasser wollen, müssen sie zahlen, wie alle anderen auch. Mhm. Warum kostet das Wasser was? Wenn jeder machen könnte, was er wollte, würde die RNK uns abschalten. Die Nutzung muss irgendwie geregelt werden. Okay, wie viel kostet eine Portion? Nur ein paar Kronkorken für einen ordentlichen Schluck. Na komm, machen wir mal. Werden Sie nicht aufmüpfig. Für jede Benutzung wird bezahlt. Also trinken Sie besser so, dass es sich auch lohnt. Mhm. Ja, was an Flaschen kaufen? Na klar doch. Oh, das wäre cool. Aufbereitet ins Wasser? Ey, ist teuer, aber ich nehm's. Ich den dafür kann ich bestimmt ein bisschen scheiße andrehen. Ich habe ja genug. Magnum Revolver. Okay, was verkaufen wir? 9mm Pistole behalte ich mal. Nachher natürlich auch. Großkahn Outfit. Dösen sind zwar nichts wert, aber okay. Jagdgewehr behalte ich auf jeden Fall. Kreuzschlüssel. Lasergewehr. Messer. Medix.
Plasmagewehr behalte ich für die Energiezellen, Polizeiknüppel, Psycho, RNK-Patrouillenrüstung, komm. K-Soldatenrüstung. Kann ich nicht leisten, dann nehmen wir die Patrouillenrüstung zurück. Und die Soldatenrüstung auch nochmal. X-Ray. Wir brauchen was für. Passt. Haut ungefähr hin. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu. Tschüss. Jetzt haben wir einen Haufen Wasser. Wasser ist cool, Wasser ist Heilung. Wasser macht Spaß. Wo wir hinten irgendwo lang kommen. Das sieht tatsächlich nicht so aus. Muss ich wohl nochmal in die andere Richtung gucken. Ha. Passiert. Passiert, Leute. Passiert halt mal. Ich merke, wie langsam, wie verwöhnt ich bin, dass es in so vielen Spielen Autorun gibt. Ich bin die ganze Zeit zu faul, diese eine scheiß Taste zu drücken. Kann man sich nicht vorstellen, oder? Ja, wo ist denn euer Haus, wo du dich hinlocken willst? Das Mick and Ralphs finden Sie direkt vor dem Osttor. Darf ich hier Kinder töten? Vermutlich nicht. Wir haben in den meisten Bethesda-Spielen darfst du keine Kinder meucheln. Ich glaube, in allen. Was ein bisschen schade ist, die sind nämlich immer echt nervig, besonders in Skyrim, wenn die dich beim Verbrechen sehen, dass du die nicht abschlachten kannst, um Zeugen zu beseitigen. Das ist dann echt blöd. Gibt aber, gab zumindest mal Tricks, wie du Kinder trotzdem beseitigen kannst. Nur dann zählen sie nicht als tot. Okay, der rennt weg von mir und winkt. Ja, alles cool bei dir, Kollege. Schauen Sie mal da, zwischen den Mülltonnen dort. Was ist da? Die letzte Person, die dumm genug war, mir in diese Gasse zu folgen. Los geht's, Jungs. Aha. Kollege, das überlebst du nicht. Nehmen wir. Die haben auch nur Messer, keine ordentlichen Waffen. Gott, seid ihr blöd. Ihr seid Städter. Denkt ihr, ihr kommt mit einem Ödländer klar? So wie mir. Ihr seid ja wohl ein schlechter Witz. So. Super. Nicht das, was ich wollte. Aber besser als nichts. Weil eigentlich wollte ich einen Weg, wie ich weiterkomme. Die Map gucken, ob die vielleicht was hat. Nein, ich wollte Karte. Ja, hier soll ich hin, aber wie komme ich hier rein? Ich gehe nochmal. Geh nochmal dahin, wo er sagt. Ah. Hier bin ich aber zu blöd. Hier führt er mich gerade hin. Ist hier vielleicht doch irgendwie ein Eingang? Nee. Ich muss irgendwie auf die andere Seite davon kommen. Ich habe keinen Plan, wie ich das tun soll. Hier waren wir gerade, ja. Ich gehe mal auf die andere Seite nochmal. Da war hinten ein anderer Ausgang. Vielleicht kommt man von anderen Seiten besser rein. Hier waren wir schon. Oder kommt man hier irgendwie weiter? Da werden auf jeden Fall ein paar Leute rum. Du. Guten Morgen. Bei dem haben wir schon geredet, das war der Dealer. Lang vielleicht. Aber es wäre echt weird, wenn man in der Stadt nur in ein anderes Viertel kommt, indem man über irgendwo über Häuser drüber klettert. Das ist auch nicht so. Okay, kein Schaden, perfekt. Gehen wir hier lang. Gucken nochmal, ob wir einen anderen Weg finden. Ich nochmal, da war, glaube ich, noch ein Tor, da vielleicht irgendwie raus und von der anderen Seite rein. Ich weiß es nicht. Da ist wieder der kleine Junge, der mir irgendwas andrehen will, mir aber auch nicht sagt, wo es zu dem Haus geht. Das könnte... Wir haben Sachen, die man nicht mehr verkaufen darf, Leute. Nur... Haha. Komischer Eingang, aber Eingang. Na, komische Kings, Leute. In Freeside ist es nie langweilig, oder? The Kings. Okay. Wir sind drin, Leute. Hat aber auch echt gedauert. Dann folgen wir erstmal dem Questmarker und schauen uns dann in Ruhe um. Wie viel Gewicht? Schwierig. Ich habe echt wenig
Gewichtsplatz. Ich habe auch echt viel Schrott dabei. Mal gucken. Mal gucken. Aber die Folge ist rum. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Man sieht sich.